This is a true love. This is a true love. Man, yeah, this is a true love. Hey, yo, this is a true love. Hi, Leute. Ich kann essen, was ich möchte. Es macht mir nichts aus. So. Es ist völlig egal, was man isst. Denken vielleicht manche Menschen so. Man muss wirklich einfach mal ganz logisch drüber nachdenken. So, ist es wirklich egal, was man isst? Nee, ich kann alles essen, was ich möchte. Ich kann so viel essen, was ich möchte. Du merkst es vielleicht nicht, anfangs nicht, weil dein Körper eh schon so verdreckt ist. Das ist wie auf einer Müllhalde, wenn du da ein bisschen Müll hinwirfst, so, das noch komprimierst, das fällt dann nicht auf. Müll fällt auf einer Müllhalde nicht auf. Umso sauberer der Körper wird, umso mehr nimmst du wahr, wenn du was Schlechtes in deinen Körper tust oder was, wo da einfach nicht reingehört. Sprich, wenn du ein super aufgeräumtes Zimmer hast, wo nichts auf dem Boden rumliegt und dann sind da weiße Fliesen und da liegt plötzlich ein riesen Müllsack, so, dann fällt der auf. Und dann weißt du, dass der da nicht hingehört. So. Und wenn man Alkohol trinkt zum Beispiel, dann sollte ja mehr jeder merken, so, dass es nicht egal ist, was man zu sich nimmt. Dann wäre es auch egal, wenn ich Drogen in meinen Körper reintue. Dann wäre es auch egal, wenn ich ja, Alkohol in meinen Körper reintue. Dann müsste ich ja davon nichts merken, so, wenn es egal ist, was ich zu mir nehme. Aber ist es ja anscheinend nicht. Nur weil jetzt künstlicher Zucker oder Salz vielleicht nicht so direkt wirkt wie Alkohol, heißt es nicht, dass er nicht wirkt so. Es ist was, wo nicht in den Körper reingehört. Und das hat Auswirkungen so. Umso unnatürlicher die Ernährung, umso kranker wird der Mensch. Der Mensch war noch nie so krank wie heutzutage. Und in der Natur, bei Naturvölkern, da gibt es kein Karies, da gibt es kein Diabetes, all diese Krankheiten, die treten da gar nicht auf. Und ja, das sind nur so ein paar Gedanken dazu. Es ist nicht egal, was man isst, so. Und klar, man sollte immer sein Essen genießen, das ist ganz wichtig, so. Aber es ist auch kein Verzicht. Wenn man gesund lebt, dann möchte man das so machen. Wenn man auf was verzichten würde, dann geht es auf Dauer nie gut so. Schaut euch neue leckere Rezepte an und genießt es. Und dann macht es Spaß, so. Das ist kein Verzicht. Macht's gut, Leute. Ciao.